Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech. Verdammt. Passt. Ich wäre fast richtig dran. Ich spiele Tackle 20. Ja. Das wäre schon fast schlecht gewesen, diese Anmoderation, ne? Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Direwolf 20. Ist aber richtig. Mit dabei der Olle Müller, habt ihr schon gehört? Oh. Ganz kleines Update zu mir selbst. Ey, ich habe den schlimmsten Streit aller Zeiten geschafft. Ich habe endlich mal verklickert, dass Mojang verklickert, dass das hier wirklich mein Account ist. Ich heiße jetzt endlich mal auch hier DoschLP. Gott! Ey, ihr wollt nicht wissen, was das für ein scheiß Krieg war, bis sie jetzt erstmal gemerkt haben. Auf jeden Fall, wieso gab es in letzter Zeit keine Folgen? Naja, ich hatte ja, glaube ich, das sollte bei der letzten Folge gewesen sein, hatte ich Geburtstag. Ja, war noch schon gefeiert und so weiter. Auch ein paar coole Sachen bekommen. Ja, was passiert? Meine Eltern kriegen gegen 11:30 mal abends einen Anruf. Meiner Oma ging es da nicht so wirklich gut. Ja, sind meine Eltern vorbeigefahren. Die wurden mit dem Krankenwagen abgeholt. Was erfahren sie? Die ist während der Fahrt ins Koma gefallen. Nächster Morgen tot. War ich halt ein bisschen sehr depressiv, kann man sagen. Und hatte echt nicht so wirklich die Lust aufzunehmen. Kann man ja wohl, glaube ich, verstehen. So, Beerdigung ist jetzt aber soweit vorbei. Ich fühle mich wieder happy und wir können aufnehmen. Gut, das erste, was wir machen, ist, weil hier das Feld wieder ordentlich machen, damit wir auch ordentlich Futter haben. Als ob wir nicht jetzt schon genug zu fressen haben. Ja. Ich guck mal, dass ich oben eine Fläche hinkriege, die groß genug ist, dass wir endlich mal wieder Botania aufbauen können. Botania hatte ich eigentlich auch noch mal vor, draußen aufzubauen, aber können wir eigentlich auch hier oben machen. Also ich würde das auch nicht drinnen aufbauen. Ich meine, genug Platz haben wir ja, also können wir auch gleich alles nach drinnen verlagern. Können wir machen. Gut, Weizen, weiter Weizen und so weiter und so ähnlich, ja. Also Futter haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Das Weizen tue ich mal schnell da rein. Da habe ich auch mal so ein klein wenig automatisiert, das wird direkt weitergeleitet. Habe ich hier noch was drin? Oh Gott, das leer später aus. Gut, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute eine kleine Anlage aufbauen. Weil, naja, ich erlaube mir mal ganz kurz zur Quarry zu gehen. Teleport. Die lief jetzt dauerhaft. Naja. Dauerhaft. Was wir nämlich herausgefunden haben. So eine Quarry hat ja einen eingebauten Chunkloader. Mehr oder weniger. Dieser Chunkloader ist bei der jetzigen Version, wir spielen ja jetzt auf der 1.7.10. Bei dieser Buildcraft-Version ist dieser eingebaute Chunkloader kaputt. Das heißt also im Klartext, wir müssten entweder direkt daneben stehen, damit was funktioniert, oder hier noch einen Chunkloader klatschen. Gut, das ist das erste Problem. Zweite Problem, ein paar Erze kommen zwar jetzt hier so weiter an, die habe ich noch mal Russland rausgesucht, jetzt gehe ich aber nach Hause. Ich habe soweit alles an Erzen. Noch dran. Ja, habe ich soweit verarbeitet und rausgekommen ist... Eine Menge. Ja, ein fetter Furz an Eisen. Gut, das wollen wir dann jetzt ein bisschen umändern. Wir haben hier noch ein paar Orberry-Büsche, die kann man ja relativ easy. Kannst du ja hier die Orberries, kannst du ja so neuen anordnen und du kriegst einen Eisenbarren. So, das wollen wir dann mal schauen, dass wir das wenigstens ein bisschen automatisieren. Und da wir hier noch so ein paar haben, so Eisen, Gold, Kupfer, Zinn, Aluminium nicht. Und die Essenz... ich glaube, das müssen wir noch farmen. Was? Aluminium. Jetzt bin ich gerade derbe verwirrt. Was willst du von mir? Ach, vergiss es einfach, alles gut. Zum Glück stehe ich gerade nicht derbe auf dem Schlauch oder so. Gut, auf jeden Fall. Alles gut. Wollen wir hier so eine kleine Farm mit aufbauen? Hat mal vor, aus Sicherheitsgründen das draußen zu machen, weil das wollten wir mit dem Harvester machen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das hier mit dem Baum und so weiter funktioniert. Es gibt einen Roboter? Ein Roboter? Robot Beast Effect Harvest? Okay. Kann man sich mal anschauen. Wir wollten aber hier den Harvester von Mine Factory Reloaded. Dafür brauchen wir eine Inver-Axe, Gold Gear, Redstone Reception Coil, zwei Scheren, ein Machine Frame Basic und Plastic Sheets. Haben wir Inver? Haben wir nicht. Haben wir auch. Nee, haben wir doch nicht. Hier habe ich dann auch noch so einen Double Layer Capacitor reingelegt, dass sie ein bisschen schneller arbeitet. Und wie ihr gesehen habt, da tut sie.
Aber gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Stickies. Muss ich mal ganz kurz muten. Boah, da habe ich mal gerade Sterbe gehustet. So. Eine Invar-Axt. Dann brauchen wir zwei Scheren. 1, 2, 3, 4. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man es meiner Tastatur noch gerade hören kann, aber ich habe jetzt auch zum Geburtstag eine neue bekommen. Eine Rocket Schlag mich tot. Könnt ihr mal schauen, dass ich den mal verlinke, wer sie unbedingt haben möchte. Ja. Gold Gears, das waren's. Braucht man zwei. Wie viel Eisen braucht man noch? Vier. Moment, jetzt sind es aber richtig. Gold haben wir ja auch eindeutig zu wenig. Bist du eigentlich noch da? Was für euch, ich bin da. Du bist die ganze Zeit so ruhig. Oh, bin eben erst aufgestanden, ich darf das. Ich kann mal kurz sagen, wir haben jetzt gerade 5 vor halb 10 am Abend. Ich denke nur, komm, lass mal nach der Schule ein bisschen aufnehmen. Ja, ja, okay. Ich hab Mathe geschrieben, danach habe ich auch das Recht verdient zu schlafen. Ich habe auch Mathe geschrieben. Das heißt, du hättest das Recht gehabt zu schlafen. Du hast es halt nur nicht verwendet. Das nee, ist aber nicht immer ein Problem. Ich habe lieber Mathe gezockt. Ja, ich habe lieber Mathe gezockt. Ich irgendwie sagen. Das ist ein Mathe-Fetisch. Genau. Hier war das Dodge.exe funktioniert nicht mehr und muss beendet werden. Das kannst du aber auch irgendwie teilweise bei jedem Fail bringen. So, das haben wir dann jetzt. Was warst du eigentlich gerade? Ich bin immer noch oben die Ebene am Ausbauen. Ah, war ja was. Endlich wieder Botanien ans Laufen kriegen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich mache gerade mal so ein bisschen Plastik. So, dann haben wir jetzt die Gold Gears, den Machine Frame, die Western Reception Coil, die Invar Axe und die beiden Shears. Dann kann ich mal hier das Futter wegtun. Und wenn du noch einmal ankommst, dass du kurz vorm Verhungern bist, nimm dir endlich mal so ein Stack raus. Na gut, ich laufe jetzt seit, ich glaube, 5 Folgen ohne Essen rum. Boah. Ja. Esse ich vielleicht mal ausnahmsweise was. Weil ich jetzt aber gekonnt mache, hier quasi in dieser Richtung, das ist so ein kleines Geheimprojekt von mir, das werde ich erstmal gekonnt ignorieren. Solltet ihr nämlich noch nicht sehen und ich glaube, das Plastik ist, ja, Plastik ist fertig. So, dann brauchen wir aber noch ein paar Energy Conduits. Wie wurden die jetzt nochmal gemacht? Das waren die Conductive Iron, okay. Haben wir davon noch ein paar? Nein. Ah, 7 Stück, das ist nicht die Welt. Wirklich. Könntest du vielleicht den Gefallen tun? Hier draußen am Baum. Wow. Wow. Kein Kommentar. Warte, wieder besonders erfolgreich, der Wie. Oh ja. Ich lasse jetzt hier am Baum, in der untersten Etage ungefähr beim Reaktor. Lasse ich unten drunter mal kurz eine Energieleitung laufen. Könntest du die vielleicht kurz weiterführen? Ich mache da auch schon mal die Energieleitung soweit fertig. Jo, mach ich. Leuchte nur eben oben aus, bevor uns da Creeper spawnen. Ja, ja, schon klar. Muss ja nicht unbedingt sein, dass es hier Creeper regnet. Ach Quatsch, jeder mag Creeper, habe ich gehört. Doch eher kontraproduktiv. Was suchst du? Kohle? Doch. Schau mal. Ach, Moment. Hier die unterste Truhe. Ah, oh, ganz gebrochen, Emesist. Reicht das? Ja, fürs Erste. So, das und das. Mal gespannt, wie schnell. Alter, das sieht echt gut aus. Na gut, ich stehe nicht einmal gerade schlafen, weil ich glaube, ich habe auch keinen Spawnpoint mehr. Okay, So, dann einmal heiter weiter knacken. Okay, dann nochmal heiter wispen. Ja, so heißt das, wispen. Doch, ganz bestimmt. Und dann nehme ich mir mal hier was Cobblestone raus. Hast du zusammen Zombies in unserem Baumfang spontan zu brennen? Ja, das muss so sein. Frag mich nicht wieso, aber. Oh. Cool, ein Enderfragment.
Es regnet hier unten. Ja. Ja, das ist ein bisschen was geregnet an Rubber und so. Ja, gut möglich. So, dann haben wir hier noch einen gekonnten Fall von Fourchambault. Das muss man jetzt mal verstecken. So, dann hatten wir vor, dass wir hier das Ganze erstmal so ein bisschen aufbauen. Wollten wir aber auch schön machen, noch nicht nur mit Cobblestone. Ich würde sagen, den kann man dann erstmal schön chiseln. Verbindet sich gar nicht, ist ja kacke. Ich dachte, das wird sich wenigstens verbinden. Dann nehmen wir einfach mal das hier noch, dass sich das verbindet. Ja, das sieht schon besser aus. Ah, warte mal, dann kann man. Ja. Und das darf ich mal wieder das Haus flicken. Nee, ist nichts am Haus. Oh. Als würden wir Profis. Ich brauche eine Magnum Torch. Ja, du kannst ja zusammenfahren. Das Ding kostet. Ja. Und du bist auch gerade am Lenken, ne? Achso, ja, das ist gut möglich. Darum wird sich ja nicht viel ändern. Das machen wir dann erstmal hier so schön groß. So, dann hier. Gut, dann machen wir jetzt geht hier. Geht ja voll klar. Hm? Geht eigentlich voll klar. Man braucht nur die lustige Maschine, für die ich keine Ahnung habe, was das darstellen soll. Was meinst du? Oh, hier steht irgendwie QED, Recipes. Von die Marken Torch was? Was ist passiert? Ach, das war hier so ein Ender Creeper oder wie die Fische heißen. Die dich da wegporten. Okay. Du musst halt das QED aufbauen und dazu noch das Powern über Enderflux Crystal. Da muss ich mich mal reinlesen. Okay. Kannst du eigentlich auch mal machen. Boah. Ist aber mit Arbeit verbunden, ne? Ja. Gut. Wo soll ich jetzt eine Energieleitung legen? Du siehst ja quasi, wo das da rauskommt. Oh, da habe ich gerade fast was gezeigt. Da quasi an der Ecke. Ach da. Mach mal das so und so. So, auf jeden Fall dann hier die Ivanhoe-Berry-Büsche. Ich hatte ganz ehrlich gedacht, dass das nicht so wirklich awesome produktiv wird, aber da habe ich mich ganz ehrlich getäuscht. Das war's nicht so produktiv für die Auberry-Büsche oder wie? Ja. Ah, oh, wie war das mit meinem tollen Harvester damals auf dem Server, den ich ein bisschen groß eingestellt hatte? Ja. Also, Maximum Upgrade für einen Harvester ist dabei nicht so awesome. Ja, ich dachte, der geht nicht so in die Höhe. Könnt ihr nicht wissen, dass ich gleich einen kompletten Urwald mit abholze? Naja, die Lianen haben was anderes bewiesen. Oh ja. Und Blätter hatte ich auch auf ewig genug. Oh ja. Also, falls man Blätter mal überhaupt für irgendwas braucht. Aber wenn ich sie gebraucht hätte, hätte ich genug dafür gehabt. Egal, um was es ginge. Ich glaube, du hättest eindeutig wirklich genug gehabt. Allerhöchstens hättest du, glaube ich, für Bienen haben können. Wolltest du ja die ganze Zeit. Ah nee, du wolltest bei Graven Skies manchmal so mit Bienen arbeiten. Ja. Gut, dann mache ich jetzt hier noch eine Schicht hoch. Also so normalerweise sollte dieser Aufbau klappen, den habe ich schon mal bei einem anderen YouTuber gesehen. Ich will auch hoffen, dass das jetzt auch hier klappt. Weil wenn nicht, wäre das ein bisschen, naja, typisch Dosch. Ah, alles klar, jag ich den Kram in die Luft. Das ist nicht sehr pragmatisch. Alles klar, over and out. Okay. Ich hab echt kein Wort verstanden. Ich hab null gerade verstanden, wirklich. Nur am Ende, ich crafte schon mal das TNT. ganz ehrlich, brauchen wir. Ah, komm, wir können noch eine kleine Etage machen. Oder? Boah. Können wir ja da nochmal irgendwie noch was drauf klatschen.
Baumknüppelst du den nicht eigentlich einfach so mehrstöckig aufeinander? Das ging doch auch klar. Das geht nur bei den normalen Bären. Oder wie meinst du das? Schon noch genau, aber Mist. Ach so, du meinst, ja, ich weiß, wie du das meinst. Ist ganz einfach. Weil die müssten dafür einmal ausgewachsen sein, so können wir das einmal machen. Da bauen wir einen Harvester dran. So, okay. Könntest du mir vielleicht mal gerade ein bisschen Cobblestone holen? Kein Problem. So, 2-3 Stacks sollten eigentlich reichen. Maximal. Oh, ja. Ja, so 2 erstmal mal, um das hier dicht zu machen. Dann mach ich in der Zwischenzeit schon mal den Harvester fertig, den habe ich nämlich gerade komplett verpeilt. Wir haben einen Harvester. So, dann tue ich mal hier schnell was weg, was da alles vollmüllt. Ja, Alter, wir brauchen dringend das ME-System. Oh ja. Alter, du brauchst dringend mal besseres Internet. Ja, bald. Ja, bald. Ich. Das kacke ich den Schreibtisch. Ah, ich glaube, die werden aufhören. So. Das können wir dann eigentlich auch mal später automatisieren. So, Harvester. Was willst du automatisieren? Ja, das hat schon fast perfekt geklappt. Dass sie halt wirklich auch noch rausgezogen werden automatisch. Ja, und das ME-System wäre dann kein großes Ding. Ich bin ein Profi, weißt du das? So, dann wollten wir das da unten das Kabel dran pappen. Ich mache das gerade bewusst mit der Hand. Ah, danke. Jo. Du kannst auch einen ganzen Stack unterwerfen. Nein, kann ich nicht. Aua. Jetzt habe ich wenigstens was aufgesammelt. Na gut, ausnahmsweise. Dein verschissener Ernst. So, das sind ganze Stacks. Und pack den Bogen ein oder was auch immer das war. Das war meine Hand. Was? Wo kam da das Bogengeräusch her? Phase, bei dir war ein Bogengeräusch. Ja, du hast mich aus 3 Kilometern angehittet. Ich bin hochgeflogen. Bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Ich sehe das anders. Ja, ich aber nicht. Das ist blöd. So, die letzten Orbel will ich noch hier hin. Dann wissen wir, auf der dritten Etage haben wir noch Platz. Ja, ich bin Master Orbel-Platzierer. Und die Essence Orb Berry Büsche. Dann kriegen wir auch XP. Weiß auch nicht, wieso wir XP brauchen sollten, aber okay. So, dann verschließen wir das nochmal. Ja, auch wunderhässlich. So, dann hier ne. Ja. Weißt du was? Ah, die sind schon fast alle gewachsen. Also ich habe gerade mal sowas aufgemacht und die Wand schon groß. Das ging schnell. Ja, die brauchen ja auch Dunkelheit. Dann geht das easy. Easy Partner. Na, wer weiß, aus welchem Spiel das kommt. Ich nicht. Ja, das würde ich aber irgendwie bezweifeln. Ist das Spiel, was du nicht spielst? Oh. Was wir auf meiner Feier nur gezockt haben. Achso. So, machen wir mal fertig. So, das haben wir dann jetzt. Alles klar. Machen wir den hier oben nochmal kurz weg. Okay, dann brauchen wir jetzt noch hier die Leitung hin. Das machen wir aber am besten nochmal schön. Die Leitung hast du unterirdisch gemacht? Was? Nein, du hast mir noch keine Kabel gegeben. Die waren schon
Das. Na. Und die Leitung, die da schon war, unterirdisch machen oder wie? Nein, das Conduct of Iron war schon fertig, das hatte ich aber, glaube ich, eben gesagt. Nein, das habe ich zumindest nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder 40 Leitungen, das macht man gerade. Okay. Okay, dann macht das hier einmal mit der Lumber-Ex auf. Das heißt, jetzt findet das Kabel. Ich hab's gefunden. So, das mache ich dann gleich wieder schön. Kannst du gerade einen Gefallen tun? Ja. Geh mit schlafen. Ich geb ein Bier. Du weißt nicht, ob du mit dem Leistungsdruck klarkommst, oder? Ja, ich probier's aber mal. Versuch es, glaube ich, wirklich wert. Gut, dann mache ich hier gleich eine Conduit-Fassade hin. So, der sollte dann jetzt Energie bekommen und arbeiten. Sehr schön. Das war ein netter Ruckler. Der Monsters Nearby. Standard. Stimmt. War vielleicht nicht so die genialste Idee, ohne Morph einfach in der Mitte die Klippe des Baums zu springen, sag ich mal. Nicht so wirklich. Vielleicht nochmal überdenken sollen. Aber ansonsten bist du auch ein Profi. Oh ja. Da klatsche ich auch eindeutig in der Diatruhe hin. Weil das ist ja hier im Chunkload-Bereich, also vom richtigen Chunkloader, nicht vom Möchtegern-Chunkloader. So, Diatruhe? Hier irgendwo an der Außenwand eine Mistspinne. Ganz. Da. Ah, Moment, da habe ich noch was vergessen. Ich bin ja auch doof. Spinne gefunden. Die Spinne hat einen Nuke auf dem Kopf. Ah, das ist bei dir in sicheren Händen, glaube ich. Oh ja. Oh. Und zwar brauchen wir noch für den Harvester ein Upgrade. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, Gold sollte eindeutig reichen, ja. Oh, bestimmt. sehr schön. Top, dann kann. Oh Gott, nicht so schon wieder. Damit fangen wir nicht schon wieder an, das kannst du vergessen. Ach, verfluchter Scheiß. Du warst jetzt aber auch echt nicht drauf. Halt's Maul. Wann habe ich mit dem Leben überlebt, das muss reichen. Wow, du bist aber ein richtiger Skiller. Und ich weiß, was ich gerade gesagt habe, ich warne dich, wenn du jetzt noch einen schlechten Spruch davon raushaust. Ich habe von den Gedanken gespielt, aber... Ich hab's mir schon fast gedacht. Gold haben wir gebraucht. Ja. Ach, ich brauche nur eins. Also ein Nugget. Dann nochmal hier nachfüllen. Meine Morph-Favoriten, das die funktioniert nicht mehr. Das ist doof. Oh, die zeigt überhaupt nichts mehr an, obwohl ich irgendwas in den Favoriten habe. Aber okay. Egal. Ein Gold-Upgrade. Dann hier einen Zombie. Alter, ich weiß immer noch nicht, wofür wir diese vollen Knights gebrauchen können. Für was gebrauchen können? Diese vollen Knights. Ach, die. Ich würde sagen, zum Verknüppeln. Ich habe aufgeräumt. Soll ich fragen, wie wir das einfach so hinnehmen? Nimm's einfach besser so hin. Okay. Komm mal kurz ins Lager. Ja, Sekunde.
Ich glaube, das müssen wir ein bisschen weiter weg aufbauen. Alter, ich glaube, du wirst mich dafür hassen. Moment, also zum Lager im Baum. Ja. Moment, habe das Gefühl, dass der Harvester zwar seinen Job tut, Aber aber falsch. nicht ganz so, wie wir uns das erhofft haben. Nur das klar ist, dieses Mal reparierst du. Das wird am Ende Ja. perfekt symmetrisch, sonst kriege ich einen Krampf. Ja, das mache ich auch keine Sorge. Gut. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Fail fürs End. Okay, also ich vielleicht entweder woanders aufbauen oder das Upgrade etwas verringern. Ich glaube, das können wir einfach nur drehen, dass der Harvester hier vorne rausschaut. Okay, oder so, ist mir auch egal. Ich bin Profi, weißt du das? Ja. Warum steht hier Netherrack? Wo? Da, unten. Hier. Das war doch, wo wir das noch aufgebaut hatten. Das mit Netherrack geflickt? Wir hatten das mit allem gepflegt, was wir hatten. Da hatten wir noch Cobblestone-Mangel. Na gut, ich würde sagen, ich beende mal ganz schnell die Aufnahme, bevor wir noch mehr verkacken. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Willst du nichts sagen? Ja, okay. Dann, tschö.